Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem zweiten Saisonheimspiel gegen den FSV Frankfurt. Sonntag 13.30 Uhr. Ich begrüße natürlich alle Medienvertreter sowie unseren Trainer Benno Müllmann und bitte ihn auch gleich um sein Wort. Herr Müllmann, bitte schön, wir hatten eine längere Trainingswoche heute, diese Woche seit dem letzten Pflichtspiel. Wie sind die Jungs drauf? Wie stellen Sie die Mannschaft ein? Und ja, welches Personal steht zur Verfügung? Bitte schön. Ja, ich denke grundsätzlich, dass wir uns alle einig sind, dass es so viel nicht bringt, wenn ich hier groß erzähle und groß Dinge ankündige. Wichtig wird einfach sein, was wir Sonntag auf dem Platz abliefern. Natürlich haben wir durch die Trainingswoche da auch versucht, uns intensiv und gut vorzubereiten. Ich denke, die ersten 3 Tage haben wir sehr hart gearbeitet und seit gestern aber schon auch das Training so gestaltet, dass wir bis zum Sonntag frisch und fit in die Partie gehen können. Für uns ist es wichtig in dieser Phase der Saison, wo wir noch nicht die Punkteausbeute erreicht haben, die wir uns selbst gewünscht haben und die auch möglich gewesen wäre, keine Frage, dass wir da am Sonntag ein Spiel abliefern, was letztlich zu 3 Punkten führt, weil in dem Spiel gilt es zu gewinnen und alles andere ist da zweitrangig. Aber natürlich gewinnt man nicht nur, wann man will, sondern man muss schon da auch vernünftig Fußball spielen und vor allen Dingen engagiert und sehr zweikampforientiert, laufintensiv auf dem Platz sein und als Mannschaft funktionieren. Ich hoffe, dass die Spieler diese Notwendigkeit auch zum jetzigen Zeitpunkt der Saison einfach erkennen. Und dass jeder Einzelne, ob er nun spielt oder nicht spielt, einfach für oder im Sinne dieser Gemeinschaft denkt und im Sinne dieser Gemeinschaft auch sein Bestes dazu gibt. Sein Bestes kann für die Spieler, die auf dem Platz stehen, natürlich nur auch auf dem Platz ablaufen, aber für die anderen auch in der Unterstützung dieser Spieler, die letztlich da auf dem Platz agieren. Dass die Zuschauer, die kommen, dass die auf unserer Seite sind, dass die uns unterstützen, da habe ich keine Sorge. Ich weiß auch, dass es nicht im zweistelligen Tausenderbereich sich abspielen wird, aber ich weiß, dass alle Zuschauer, die kommen, uns unterstützen, uns helfen wollen, da auch eine gute Leistung und vor allen Dingen ein siegreiches Spiel abzuliefern. Wir haben von der personellen Seite in dieser Woche schon die Problematik gehabt, dass der Edson Badl gestern erst im Laufe des Tages zurückgekommen ist von seinem USA-Länderspiel, heute sein erstes Training wieder macht. Ich werde sehen, wie sich das alles anfühlt heute und morgen. Wir haben mit dem Andreas Görlitz und auch mit dem Chris Andersen 2 verletzte Spieler gehabt, die auch erst gestern wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind. Auch da müssen wir die Entwicklung noch mal abwarten. Die kleinen Verletzungen beim Metzelder und wer war noch kurz angeschlagen Anfang der Woche, fällt mir so schnell nicht ein, sind auskuriert. Die sind schon seit ein paar Tagen wieder im Training dabei. Also insofern denke ich, dass wir da eine Auswahlmöglichkeit haben, die auch garantiert, dass die Mannschaft, die aufläuft, stark spielen kann. In der Torwartdiskussion ist ja diese Woche auch viel in den Medien abgelaufen. Ich habe mich gestern entschieden, nichts zu ändern. Der Sascha Kirstein wird auch am Sonntag auflaufen. Und ich denke, dass alle das auch akzeptieren und diese Entscheidung 100% unterstützen. Über weitere Details zu der möglichen Aufstellung oder was werde ich jetzt mich nicht äußern, weil ich da auch morgen nach dem Abschlusstraining
zunächst eine Vorentscheidung über die Kaderzusammenstellung und dann eben anschließend dann auch für die Startelf meine Entscheidung erst treffen werde und insofern auch nichts zu sagen habe. Schönen Dank. Herr Müllmann, gestern hat der Kai Uwe einmal ist er wegen lädiert worden, wie weit oder wie sieht das? Ja, ich habe da jetzt noch keine Nachricht heute. Ich denke, dass das nicht so schlimm war. Es ist richtig, er hat, ich sag's mal, eine selbstverschuldete Prellung sich zugezogen, weil er im Grunde durchgezogen hat und dann den Gegenspieler da an der Fußsohle getroffen hat und das natürlich am Schienbein schon wehtut. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht so schwerwiegend ist, dass er heute nicht mittrainieren kann. Im anderen Fall werden wir das sicherlich nachreichen. Der Acha Ishi hat ja irgendwie leichte Oberschenkelprobleme gehabt, hat aber diese Woche voll trainiert, oder? Er hat diese Woche voll trainiert. Der Doktor hat auch grünes Licht gegeben, auch für einen Einsatz von Anfang an. Und insofern werden wir dann sehen, wie wir es endgültig machen. Aber grundsätzlich denke ich, ist er so weit, dass er jetzt auch grundsätzlich über 90 Minuten spielen kann. Dann muss ich doch nochmal zu der Torwart-Diskussion, die sich ja dann jetzt erledigt hat, kurz nachhaken. Gab es die Woche nochmal ein Gespräch? Hat der Sascha im Training überzeugt oder was hat letztendlich den Ausschlag gegeben? Es gab kein Gespräch. Ich habe ja gesagt, ich werde bestimmte Positionen mir etwas genauer angucken und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass im Moment ein Torwartwechsel noch nicht sinnvoll ist. Hat es vielleicht auch eine Rolle gespielt, der Ramazan Öcan war ja auch am Knie verletzt, dass er vielleicht noch nicht ganz... Es haben viele Dinge eine Rolle gespielt, ist richtig. Ich denke, dass der Zeitpunkt auch jetzt im Moment für den Ramazan nicht optimal ist, wirklich sein Können zu zeigen, sein wahres Können zu zeigen. Also insofern wird man da, denke ich, auch dem Ramazan nicht unbedingt einen Gefallen tun, wenn man ihn jetzt stellt. Herr Müllmann, wie sehen Sie den Gegner? Bei denen läuft es ja auch momentan nicht rund. Ja, ist richtig. Der FSV Frankfurt hat auch noch kein Spiel gewonnen. Hat zwar einen Punkt mehr als wir, aber auch noch kein Spiel gewonnen in dieser Saison und strebt dies auch an. Und genauso wie wir einfach in die Spur, in die erfolgreiche Spur kommen wollen, werden die ihre Möglichkeiten auch versuchen einzusetzen und ich denke, dass wir nicht sagen können, wir sind der Favorit im Moment. Wir sind noch nicht in der Qualität wieder auf dem Platz, wie wir letztlich sein müssen, um wirklich auch sagen zu können, wir spielen konstant gut und wir werden konstant unsere Punkte holen. Da müssen wir hinkommen, aber dieses Spiel soll wirklich auch ein wichtiger Schritt sein in diese Richtung, dass wir wieder zu einer guten Mannschaftsleistung und zu einem erfolgreichen Spiel kommen. Dann frage ich noch mal kurz, ob es kurzfristig jetzt zum Thema Knasmüller noch eine Entwicklung gab. Gibt es da Neuigkeiten? Es gab noch Neuigkeiten, aber noch nicht so qualifizierte Neuigkeiten, dass wir zu einer endgültigen Entscheidung kommen konnten. Ja, das heißt, dass die Modalitäten noch nicht endgültig klar sind, unter denen wir vielleicht eine Verpflichtung vornehmen könnten. Wenn die Modalitäten klar sind, können wir entscheiden, ob wir diese Verpflichtung durchführen werden. Kann man das jetzt so interpretieren? Völlig offenes Rennen im Moment, ob es klappt? Ist offen, ja, ist offen. Wir sind grundsätzlich interessiert, sicherlich. Aber es ist auch keine Geschichte, das war uns vorher klar, die wir innerhalb von ein paar Stunden da entscheiden können oder die sich dann zur Entscheidung letztlich auch darlegt, sondern das wird einfach einiger Gespräche da bedürfen.